Hauke Wahl, Sommerpause war in diesem Jahr nur knapp 3 Wochen lang. Hast du dich dennoch einigermaßen ausruhen und auch die besondere Spielzeit noch ein bisschen Revue passieren lassen können? Ich glaube, Revue passieren ist das falsche Wort. Verarbeiten, das passt besser. Es war schon ein Stück weit schwieriger als in den letzten Jahren, weil das Ende ja doch abrupt und sehr unglücklich für uns war. Und trotz allem, wenn es nur eine kurze Phase war, wo wir uns erholen konnten, habe ich doch geschafft, mit einigen kleinen Urlauben auf Fehmarn mich zu erholen. Ja, ihr steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Stand? Ja, dass momentan natürlich noch nicht alles klappt, ist ja logisch. Trotzdem haben wir jetzt, glaube ich, geschafft, relativ schnell geschafft, die Neuzugänge zu integrieren. Man merkt, dass die Jungs machen es den Neuzugängen aber auch sehr einfach. Taktisch haben wir natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf, dass wir die Jungs noch besser integrieren und auch noch besser, dass es alles griffiger wird. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ja, ihr habt einige neue Jungs dazu bekommen. Wie ist so dein Eindruck bisher? Ja, durchweg positiv. Die Jungs haben es, wie gesagt, relativ schnell geschafft, sich zu integrieren. Ist aber auch bei ihnen einfach, weil es einfach gute Jungs sind. Darauf achtet der Verein ja auch sehr. Und qualitativ werden sie uns auch deutlich voranbringen. Wo siehst du noch Verbesserungsbedarf, wenn man das kurz zusammenfassen kann? Das muss noch weiter zusammenwachsen. Dann ist es klar, dass uns auch einige wichtige Spieler verlassen haben. Und trotzdem ist ein guter Stamm geblieben. Und wir müssen schauen, dass wir da drumherum die Jungs auch so weit haben, dass sie alles verstehen, was wir spielen wollen, dass wir uns einfach noch besser einspielen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt geht es zum Auftakt gegen St. Pauli oder zu St. Pauli und danach zu Hause gegen Schalke, was ja in der ziemlichen ersten Standortbestimmung gleichkommt. Wie blickst du auf diese Spiele voraus? Ja, erstmal freue ich mich, dass es dann endlich wieder losgeht. Zum einen, weil dann die Saison losgeht und zum anderen, weil die Vorbereitung dann endlich vorbei ist. Ist natürlich schön, gleich mit so einem Nordderby zu starten, ne, und dann zu Hause hier Schalke zu haben. Das sind natürlich 2 Top-Spiele. Das ist das, was die zweite Liga dieses Jahr ausmacht, dass man viele Top-Spiele hat. Und dann ist es doch schön, dass es gleich direkt losgeht. Jetzt wurde im Pokal Weiche Flensburg zugelost, was ja bestimmt auch für dich ein besonderes Duell ist, weil da einer deiner besten Kumpels spielt. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe die Auslosung tatsächlich nicht gesehen, aber als ich die Nachrichten bekommen habe oder dann sogar die Nachrichten, habe ich mich natürlich gefreut. Ich habe mit Torge Peto gleich telefoniert. Wir haben ein bisschen rumgescherzt und freuen uns extremst auf das Spiel, zumal er auch Kapitän ist und wir schon gesagt haben, dass es ein bisschen komisch ist, wenn man sich dann gegenübersteht und man vielleicht nicht ganz so die Seriosität hat, die man sonst auf dem Platz hat. Ja, die Vorfreude ist schon spürbar. Gibt es irgendein Duell in der zweiten Liga, auf das du dich besonders freust oder kann man das noch nicht sagen? Ja, für mich als Hamburger Jungen sind das immer die Hamburger Spiele. Das sind die Nordderbys, die mich am meisten jucken, die ich am coolsten finde, die mir am meisten Spaß machen. Ich hoffe dieses Jahr einfach, dass meine Familie auch dabei sein kann. Das war im letzten Jahr leider nicht möglich. Und das wäre dann umso schöner. Hoffen wir auch drauf. Viel Erfolg und danke. Danke.